Die Commerzbank-Aktie hat ein neues Jahreshoch markiert. Die Marktkapitalisierung kommt damit auf gut 16 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im Sommer letzten Jahres brachte Deutschlands zweitgrößte Bank noch 10 Milliarden weniger auf die Waage. Das Kurspotenzial scheint mittlerweile ausgereizt zu sein. Laut Bloomberg liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 13,07 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Kursniveau macht das ein Abwärtspotenzial von rund 10%. Gut ein Viertel der Analysten stuft die Commerzbank-Aktie im Moment mit Kaufen ein. 16 Mal lautet die Einstufung halten. 10 Experten sprechen eine Verkaufsempfehlung aus. Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr liegt bei 70 Cent. Damit kommt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell auf sportliche 21. Allerdings notiert die Commerzbank-Aktie nach wie vor deutlich unter Buchwert. Die Commerzbank ist, wie gesagt, immer noch bei ungefähr 0,6 Mal Preis-Buchwert bewertet. Das sieht erstmal günstig aus. Es wird sich aber nur dann verteuern, wenn sich die Eigenkapitalrentabilität auch erhöht. Ja. Die ist bei der Commerzbank immer noch ungefähr bei null. Das ist schon besser, als es vorher war. Vorher war es in vielen Jahren auch mal negativ. Jetzt sind wir ungefähr bei null. Im laufenden Jahr wird man auch nicht viel mehr erwarten können als eine schwarze Null. Ich glaube, dass die Commerzbank-Aktie mit 0,6 Mal Buch zum Beispiel relativ angemessen bewertet ist. Also ich sehe da kein großes Aufwärtspotenzial. Becker stuft die Aktie der Commerzbank nach wie vor mit Reduzieren ein. Das Kursziel von 9 Euro bietet aktuell rund 30% Abwärtspotenzial. Die Arealbank und die Deutsche Bank sind für Becker dagegen weiterhin ein klarer Kauf.